Herzlich willkommen zum heutigen Workout. Nach unserem sechsminütigen Warm-up, um ein bisschen Impuls zu bringen, ein bisschen mobil werden, bereiten wir uns auf das mein nachträgliches Geburtstagsworkout vor. Und das besteht aus 39 Runden. Welche Überraschung, ich bin 39 geworden. Und ja, eine Runde besteht dann aus 6 Push-Ups to Toe Touch, 3 Jumping Jack into Plank Jack, 8 alternierende Reverse Lunges und 3 Reverse Burpees. Wie gesagt, die Box habe ich ausgetauscht durch Reverse Burpees. Genau, das sind die Übungen. Wir machen da ja auch eine Proberunde, dass wir da auch gut reinkommen. Und als Finisher, ja, das ist auch eigentlich eine Bodyweight-Klasse. Ich habe mir erlaubt und war so frei. Ihr habt ja alle ein bisschen Gewicht zu Hause und würde gerne 39 Level Press zu guter Letzt noch mit reinpacken als Finisher. Jo. Kurze Frage. Franzi, darf ich was fragen? Ja. Die Reverse Burpee, die dauern noch viel länger als die geplanten Box All Jumps, oder? Hast du das einkalkuliert? Ja, also das Also, Timecap ist relativ human eigentlich. ich frage auch deshalb, weil am Donnerstag habe ich halt auch schon Reverse Hast du Burpees auch schon drin. eine? Ja. Oh Gott. Deswegen habe ich halt die Übung vorgeschlagen, die ich vorgeschlagen habe. Ja, die Weißt hatten du? wir auch letzte Woche drin. Ja, es tut mir leid, dass das ich die kam halt sehr spät das Programming erst. Ja. Wisst ihr was? Wir fangen einfach an. Ich überlege mir noch zu lange was. Ihr startet bitte mal mit dem Warm-up mit 39 Scissors. Ich stelle gleich den Timer, dann könnt ihr euch schon mal warm machen. Dann überlege ich mir in der Zwischenzeit noch was. 39 Scissors sind die hier. Zählt ja jede Seite, ja? Ja, das ist Okay. ein Emirates, genau. Jede Seite zählt. Danach Cossack Squats 6 Stück. Dann macht ihr bitte 8 Air Squats und 3 Spider-Man Reach pro Seite. So, ich stelle den Timer. Und in ein paar Sekunden geht's los. Wir können loslegen. Ich grübel. Los geht's. 39 Sitz. Ich mache euch gleich Musik. Genau, danach direkt 6 alternierende. 6 Squats. Einmal schön warm werden. 8 Air Squats, ganz genau. Wollen Sie was werden mit Bilaps oder Brustkorb? Oder Bauch? Ja, die hätte ich jetzt dann auch überlegt. Ja, ich glaube, das ist recht. Wir hauen einfach die wie abmachen. Die gehen schnell. Genau, machen Spider-Man Reach, dann geht's. Ja, danke, Susi. Dann nach dem Spider-Man Reach gibt es auch eine. Ich mache so schnell Musik. Thank you.
In der nächsten Runde kannst du die Scissors austauschen mit Pflanzen-Jack. Eine Minute haben wir noch. Leisten sind, tun weh bei den Kniebeugen total. Irgendwie muss es vom Skifahren kommen oder so. So, gleich ein Fiebler macht die Übung noch zu Ende und dann hängt der noch 5 Minuten Push-Ups hinten ran. Hinten Push-Ups herabschauen da unten. Und dann. Genau. Ein bisschen die Schulter warm kriegen. Das Teil. Aufgewärmt genug. Super, danke.
Dann gehen wir direkt einmal in die Vorbereitung von dem Workout und gehen einmal die Übungen durch und machen auch noch eine Proberunde, dass wir einfach diesen Ablauf in den Kopf bekommen. So, wie gesagt, 39 Runden. Braucht natürlich dann noch ein Schreiben. Die erste Übung besteht aus 6 Push-Ups to Toe Touch. Iris gerne auf Knien natürlich arbeiten. Ne? Kennst deine Skalierung. Dann gerne hier Brust zu Boden, Hüfte bleibt aber oben. Alle anderen. Schiebt euch nach hinten. Berührung zum Fuß. 1, 2, 3, 4 bis zu 6. Das ist die erste Übung. Einmal bitte jede deine Variante. 4 Wiederholungen gerne mal für mich. Hast du das jetzt richtig verstanden? Jede Bewegung zählt. Du gehst in Push-Up. Jeder Push-Up. Du zählst der Push-Up, genau. Du führst dann nur einmal hin. Ach so, eins, genau, jetzt siehst du den da hinten. 1, genau, jetzt siehst du den Push-Up. Nee, nee. Du machst ja 2. Nee, du berührst nur einen Fuß. Genau, jetzt Push-Up. Also du machst einen Push-Up und berührst nur einen Fuß. Ja. Genau. Und dann wieder Push-Up? Gehst du wieder runter und nimmst den anderen Fuß. 2 Fuß. Das wären genau. 2 Bewegungen. 2 Wiederholungen. Jeder Push-Up zählt. Danke. Ja? Genau, und die berührt nur einmal, dann habt ihr ja 3. Dreimal jeden Fuß. Danach 3 Jumping Jack, into Plank Jack, 3 Stück. Ihr seid dann ja quasi, ja, von dem Toe Touch, dann könnt ihr euch direkt ja nach oben bewegen. Jumping Jacks. Als Jumping Jacks möchte ich immer die sehen, dass ihr hinten auch die Hände berührt. Ne? Also 1, 2, 3, und dann geht ihr direkt in den Plank. 1, 2, 3. Das ist schon der Bewegungsablauf. Macht das einmal. Genau, dann in den Plank. Du kannst gerne steigen. Iris, wenn es irgendwann nicht mehr geht, dann steigst du nach außen. Okay? Wenn du springen kannst, alles super. Wenn es irgendwann zu sehr in der Schulter drückt oder so, dann gerne, bevor es schlimm wird, dann gerne nach außen steigen. Weißt du, nicht springen, sondern peppen. Sehr gut, genau. Danach kommen alternierend Reverse Lunges. Könnt ihr direkt hinten ranhängen, ganz ordinär. Knie berührt hinten den Boden. 8 Stück, also 4 pro Seite. Ganz genau. Und dann könnt ihr euch direkt auf den Poppes rollen. Und V-Up. Beziehungsweise Iris kann Sit-Ups machen. Oder Tuck-Up. Nicht mit dem Tuck-Up. Läuft, ne? Macht gerne. Ja, genau. Das sind die. Tuck-Ups sind die. Sehr gut. Macht davon auch mal bitte kurz noch eure Variante. Susi, das sind 107 Stück, macht das Sinn? Ja, nee. Nee, weiß ich auch nicht. Noch nicht so genau. Toast to Bar, möchtest du machen? Ach, ich weiß noch nicht. Ich kann ja auch switchen hinterher. Du darfst auch switchen, kannst du Toast to Bar machen, wieder noch anstrengen. Ja. Ja. Ist halt so, also man, wir können das ja gleich mal durchgehen. Also wenn man nämlich in den Push-Ups zu Toast ist, kann man direkt sich ja nach oben schnell aufrollen, weil man ja zum Schluss zum Herabschauen Hund ist, direkt in die Jumping Jack gehen. Dann ist man ja, gut, da muss man kurz in die Plank, dann wieder schnell nach oben und direkt in den Reverse Lunge und dann direkt auf Popo setzen in die V-Ups. Du musst halt dann aufstehen und dahin laufen. Ne? Das dauert zu lange, die Logistik ist viel zu aufwendig. Aber du kannst dich ja mal ausprobieren, wenn du da unbedingt Bock drauf hast. Mein okay hast du natürlich. Ja? Wir machen mal eine Proberunde. Wir machen mal 2 Proberunden.
Genau. Lass uns mal zwei Proberunden machen. Sechs Push-ups, drei Jumping Jacks, acht Lunges, drei V-Ups. Und los geht's. Jeder einmal zwei Proberunden. So, drei. Was kommt da noch? Oh, zwei Schritte. Spätestens nach der dritten Runde habt ihr die Übungen raus. Sehr gut. Franzi, ja. ich war immer früh, vielleicht liegt es auch an mir. Bei den Jumping Jacks habe ich jetzt dreimal drei gemacht. Ist das richtig? Oder du machst einmal nur drei und einmal. Nee, du machst einmal drei. Einmal drei. Nicht eine drei Runde. Eine, drei, eine Runde. Bin halt eins, zwei, drei. Dann gehst du runter. Eins, zwei, drei. Auf fertig. eine Runde fertig. Ja. Von dieser Wiederholung. Ja. Stark da? Ihre Däumchen? Susi, Klasse. Jochen? Noch eine Frage, Susi? Oder Ihre? Habt ihr Fragen noch? Okay. So. Noch ein bisschen andere Musik. Dann. Nehmt euch was zum Schreiben, genau. Trinkt noch einen Schluck. Handtuch parat. Ja, so wie ich nicht, tue mir das Handtuch. So, ich wünsche euch viel Spaß. In 10 Sekunden starten wir. Es geht los mit den Push-ups.
Sehr gut. Jetzt kontinuieren die Tempo. Yeah.
10 Runden habe ich. Oh.
20 habe ich. Wo bist du? 19. Minuten. Schön kontinuierlich dran. Yeah.
23 Minuten. Fertig. Thank you.
So, eigentlich wäre ich jetzt fertig. Oh, 34, 50, machen wir noch eine.36 Minuten sind um. Jawohl, Iris, sehr schön. Schön dranbleiben. Treasure flying high.
Sehr gut. Minuten. Susi. Und Franzi, 37, weiß ich, 20 wahrscheinlich. Ja, komm, ihr bleibt dran. Machst du richtig gut. Viel kontinuierlich. Minuten um. Sehr gut. Saubere Ausführung. Das A und O. Klasse. Komm hier, lass dich nahe lassen. Jawohl, das sieht gut aus. Genau so. Richtig gut. Stark. 39 Minuten. Und letzte, jawohl. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Sehr schöne Ausführung. Komm. Ausfallschritte, jawohl. Der Hund ist nicht hinter dir. Erste Ehre, richtig, richtig stark. 6. Warm, zu 40 Minuten, das ist 7, richtig gut. Schön kontinuierlich. 8. 40 Minuten sind um. Die V-Ups hast du jetzt vergessen, aber ist egal, mach einfach weiter. Noch 4 Minuten. 2, 3, 4, 5, richtig stark. 6, 7, 8. Und Bauchübung. Super. Die Bauchübung, aber okay, lass mal weg. Nicht so richtig. Thank you.
Eins, zwei, drei. 3 Minuten auf ihre Gasse. Schön kontinuierlich. Richtig gut. Ja, super. Vier, fünf, sechs, sieben, oder? Mann, du hast einen Fan. Haarigen Fan. Klasse, bleib schön dran. Super. Hast du richtig, richtig gut. 2 Minuten! Komm, 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 komm! Mega stark. Richtig. 1,5 Minuten noch. Komm. Bleib schön dran. Jawohl, die Frisur muss sitzen. Komm. Super Ausführung. Richtig. We touch like we're paper thin. Und in die letzte Minute geht's rein. Oh, Susi ist heiß wie Frittenfett. Ja, das ist so schwer jetzt. Schwer jetzt. Ja. Komm, die letzte Minute läuft. 50. Stark, bleib dran. 40 Sekunden noch. Sekunden! Weiter, 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 komm, komm, komm! So, 3! Letzten! 3, 2, 1, relax! In welcher Runde warst du, Iris? Erstmal Luft holen. Wo ist noch stumm? 27. 27. Also du warst in der 27. Ja? Also 26. Super. Richtig klasse durchgezogen. Ja, Iris? Freust dich schon auf die 30 Kilometer nachher? Das war gerade das Schlimmste ever. Ja, die Push-Ups, oder? Das war... Die Sit-Ups hast du dir dann irgendwann geschenkt, oder? Ich habe diese Tuck-Ups gemacht. Ja, ja, aber also die letzten 5, 6 Runden nicht mehr. Oh. Nee. Hast du mal vergessen, ja. Du warst so im Flow drin, das ist egal. Ich habe es dreimal gesagt, aber dann habe ich gemerkt, okay, sie hat jetzt abgeschaltet. Over, over and out. So, warst du im Tunnel, warst du fokussiert, das ist alles gut. Geil. Ey, ich glaube, ich würde das Timecap heute Abend auf 40 setzen, oder? Was denkst du? Ja. Ja? Weil sonst warten manche zu lange, glaube ich. Also ich habe jetzt gesehen bei Susi 37,15, bei Franzi 37,20, kann das sein? 26. 37. Ne, 37,26. Okay. Susi 37,15, ja? Ja. Genau, und ich hatte entweder 34,15 oder 35,07. Ich weiß nicht, ich habe nochmal eine Runde extra gemacht, weil ich mir nicht sicher bin.
Oh, habt ihr dann noch Zeit? Um 11 nach 9. Wenn ihr los müsst, habe ich Verständnis. Los geht's! Für dich tun wir. Für deinen Geburtstag machen wir das. Iris, was sagst du? Ich muss leider los. Okay, alles gut. Dann viel Spaß und vielen Dank fürs Mitmachen. Danke für das schöne Workout. Ciao. Ciao, Iris. Ich habe euch verstanden. Alles gut. Mach's gut. Tschüss. Ciao. So, euch muss ich ja nicht erklären, was die Devil's Breath sind. 39 Stück alternierend. AX. Natürlich. Mach AX, ich kann sonst nichts. So, dann geht's los. 10 Sekunden.
5 Minuten. Das habe ich gereicht. Deine neue. Oh, das war nicht nett. Okay. Dann wünsche ich euch einen guten Montag und einen guten Start in die Woche. Martin, sehr schön. Vielen Dank für deinen Geburtstagswut. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Mitmachen. Dankeschön. Dankeschön. Einen schönen Tag. Ciao.